Am Sonntag habe ich mich dazu entschieden, wo ich erfahren habe, dass die Polizei alles einstellt. Am Sonntag habe ich mich entschieden, hier das einfach nicht sitzen zu lassen auf mir und das Ganze in einem Diss-Track zu verpacken. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, Maximilian Army hat wieder einmal zerfickt. Das neue Video hat mittlerweile 60.000 Views. Mein Abrechnungs-Diss-Track, der am Sonntag online gegangen ist, wo ich die Verantwortliche für all die Scheiße, die mir angetan wurde, zur Rechenschaft ziehe. Danke an die Maximilian Army, die ihr Gas gegeben hat, das Video geteilt hat, über Instagram viral gemacht hat, im kleinen Rahmen. Danke vielmals an den Support. Trotzdem merke ich, dass hier ein Aufklärungsvideo notwendig ist. Hier unzählige Kommentare und unzählige Likes dazu, warum ich nicht einfach ein Aufklärungsvideo mache, wo ich alles im Detail erkläre. Wie es viele von euch schon vermutet haben, kann ich hier nicht den gesamten Namen nennen, möchte ich auch nicht, weil ich finde, das Ganze würde dann einfach zu weit gehen. Ich habe aber in der letzten Zeile den Spitznamen veröffentlicht. Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, kann hier jetzt nochmal das Video abchecken. In der letzten Line kommt dann nochmal der Spitzname vor und ich glaube, das ist genug. Ich muss mich hier nicht auf dieselbe Ebene begeben wie die Person. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo, ziehe ich die Grenze und ich komme auch gerade von der Gerichtsverhandlung mit dieser Person, allerdings nicht wegen dem Einbruch und der Erpressung, dieses Verfahren wurde ja eingestellt, sondern aufgrund anderer Dinge, die den ganzen Stein eigentlich ins Rollen gebracht haben. Als ich sie da gesehen habe vor mir, sie konnte mir kein einziges Mal in die Augen schauen, habe ich einfach gesehen, wie scheiße es ihr gehen muss. Also sie hat wirklich schlecht ausgesehen. Und da hat sich bei mir trotzdem das Mitgefühl eingeschalten. Viele meinen, müsste ich eigentlich nicht haben, aber trotzdem, sie haben mir leid getan. Und dementsprechend werde ich auch jetzt nicht vieles aufrollen, was hier im Track sowieso schon klipp und klar dasteht. Aber es sind natürlich einige Fragen offen geblieben und die möchte ich mit euch natürlich durchgehen. Ich werde ja trotzdem einige Dinge offen lassen, weil sie mir einfach leid tut. Ja, also man muss sich das so vorstellen, unser Gerichtstermin, der steht seit 2 Monaten fest und 3 Tage vor dem Gerichtstermin kommt einfach so ein Diss-Track daher mit all den Dingen, die sie getan hat und auch mit vielen Dingen, die sie getan hat, bevor wir eigentlich diesen Streit hatten und bevor sie mir das eigentlich alles angetan hat. Sie kennt man halt auch da, wo wir ursprünglich herkommen und einfach jeder weiß jetzt, wer gemeint ist und einfach jeder weiß, was sie getan hat, weil der Spitzname, den haben nicht viele Personen und dementsprechend finde ich, ist das eigentlich schon Strafe genug. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Obwohl ich ganz genau vor Augen habe, wie scheiße es mir gegangen ist mit der Erpressung und mit dem Einbruch, wie ich mich gefühlt habe monatelang, was sie mir da angetan hat und trotzdem tut sie mir jetzt leid. Aber was den Einbruch angeht, ihr wisst ja ganz genau, das habe ich in meinem Video schon klar dargestellt, dass die Ermittlungen eingestellt wurden von der Polizeiseite aus. Ich bin aber mit meinem Anwalt dran, hier eine weiterführende Ermittlung zu erwirken, weil ich der festen Überzeugung bin, dass hier Dinge falsch gemacht wurden und die Polizei auch etwas wieder gut zu machen hat. Dementsprechend erwirken wir hier weiterführende Ermittlungen und wir sind ganz knapp dran, hier wirklich feste, handfeste Beweise zu haben, weil einige Dinge einfach von der Polizei nicht gemacht wurden, die jetzt noch gemacht werden müssen und wir warten eigentlich nur noch darauf, dass vielleicht nochmal eine Racheaktion auf das Ganze folgen könnte und dann haben wir Beweise. Also es fehlt nur mal einmal noch irgendein Scheiß, den sich die gegnerische Partei leistet und schon haben wir das ganze Ding fest und dann wird es vermutlich auch zu einer Gefängnisstrafe kommen. Ich habe meinen Teil jetzt, finde ich, gemacht. Ich habe hier in meinem Diss-Track, in meinem Abrechnungsvideo alles klar dargelegt, was mir angetan wurde, was diese Person sich geleistet hat. Viele Fragen von eurer Seite sind offen geblieben, wie zum Beispiel, ist das deine Ex-Freundin? Nein, es ist nicht meine Ex-Freundin, es war nur eine sehr, sehr gute Freundin, die mich sehr gut kannte, mit der ich auch eine Mietvereinbarung hatte, die mich aber von einem Tag auf den anderen sitzen ließ, das kommt auch im Diss-Track vor, und mich auf einigen Kosten sitzen gelassen hat und dadurch ist dann die Anzeige von meiner Seite entstanden, deswegen hatten wir heute auch den Gerichtstermin und das war anscheinend der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat. Ich find's immer noch krass. Ich habe jetzt mit dem Ganzen für mich abgeschlossen. Ich habe auch nicht vor, hier nochmal ein YouTube-Video darüber zu drehen. Ich möchte einfach das Ganze hinter mir lassen. Deswegen auch Abrechnung. Also nach einer Abrechnung gibt es keine Wiederaufrollung des Themas.
ich möchte das Ganze hinter mir lassen, ich möchte voranschreiten, ich möchte mich wieder anderen Dingen widmen, ich möchte nicht, dass mein Kanal so einen negativen Touch bekommt, den er einfach in den letzten 4 Monaten bekommen hat. Einfach aus dem Grund, weil ich euch natürlich an dem Ganzen teilhaben ließ. Ich möchte, dass hier wieder positive Dinge vorkommen, ich möchte, dass ich euch wieder zum Lachen bringe und nicht mit irgendwelchen krassen Dingen aus meinem Leben schocke. Bin auch wieder sehr positiv eingestellt. Vor kurzem hat mir erst eine sehr gute Freundin gesagt, Gott gibt die schwierigsten Aufgaben seinen härtesten Kriegern. Vielleicht wären einige andere unter diesem Druck zusammengebrochen, aber ich finde, ich habe das ganz gut gemeistert und es hat mich nur umso härter gemacht. Ich habe sehr viel daraus gelernt und jetzt ist es Zeit, das Ganze hinter mir zu lassen und mit euch, mit der Maximilian Army, hier wieder Geschichte in positiven Dingen zu schreiben, liebe Freunde. Ich habe auch sehr viel daraus gelernt, was meine Privatsphäre betrifft. Natürlich auch sehr viel daraus gelernt, welchen Leuten man vertrauen sollte und welchen besser nicht. Ich bin bis jetzt noch geschockt, aber so spielt das Leben. Oft hauen da Menschen ein Hackel ins Kreuz und du musst einfach aufstehen und weitergehen, das nutzt nichts. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Freunden bedanken, die für mich da waren in dieser schwierigen Zeit, die mich aufgebaut haben. Natürlich auch an meinen Producer, den habe ich nochmal in der Infobox verlinkt, der mit mir innerhalb von 6 Tagen diesen Track produziert hat. Ihr müsst euch vorstellen, am Sonntag habe ich mich dazu entschieden, wo ich erfahren habe, dass die Polizei alles einstellt. Am Sonntag habe ich mich entschieden, hier das einfach nicht sitzen zu lassen auf mir und das Ganze in einem Diss-Track zu verpacken. Wie schon einige von euch richtig vermutet haben, hier das zu explorieren und auszuleuchten wäre nicht möglich, weil aufgrund des Fehlens von handfesten Beweisen könnte ich hier angeklagt werden wegen Verleumdung. Und dementsprechend habe ich diese Variante gewählt, habe eine große Freude daran gehabt, das Ganze irgendwie von meiner Seele zu schreiben, das in einem Beat zu verpacken, in einem Track zu verpacken. Ein großes Danke nochmal an meinen Producer, der hier wirklich schnell gearbeitet hat. Wir haben das innerhalb von 3 Sessions von 4 Tagen alles aufgenommen. Also wirklich, wirklich nice. Das Video wurde an einem Tag gedreht. Danke nochmal an DY Photography, die das mit mir aufgenommen haben. Wir haben wirklich ein cooles Video rausgezimmert. Er hat über die Nacht geschnitten. Deswegen hat sich das Ganze auch verschoben. Klassisch. Ich bin hier wirklich zufrieden mit dem Endresultat, möchte aber das jetzt einfach so sitzen lassen. Was, liebe Freunde, was den Track auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und so weiter angeht, hier wurde mir leider reingeschissen, weil ich einfach nur wegen dem Coverbild. Einfach nur wegen dem Coverbild. Das hat irgendwie keine passende Grafik gehabt und dementsprechend hat sich das jetzt alles verschoben. Ich muss jetzt noch einmal ein neues Coverbild zimmern, das hochladen und dann gibt es den Track verfügbar auf Spotify, Amazon Music, überall, wo es Musik zu kaufen gibt. Also streamt den Track ohne Ende, liebe Freunde. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich werde das jetzt gleich hochladen. Ich glaube, in den nächsten 48 Stunden ist der Track dann online. Würde mich freuen, wenn ihr ihn herunterlädt, natürlich auch, weil... Ich möchte mich aber auch bei euch bedanken für eure Anteilnahme, dass ihr wirklich hier mitgefiebert habt mit mir und wirklich aufbauende Worte mir zukommen habt lassen. Ich habe einfach wieder mal gemerkt, wie stark die Maximilian Army hintersteht, was wir für eine Armee sind, was wir für eine Macht sind. Also der Zusammenhalt in unserer Army ist eigentlich, das kannst du mit keiner Army vergleichen, mit keiner Fanbase kannst du das vergleichen. Wir sind ja keine Fanbase, sondern wir sind die Army. Ich sage das immer wieder, es gibt keine Fans von Maximilian, es gibt nur Leute aus der Maximilian Army. Jetzt können wir wieder vollen Schrittes mit erhobenem Haupt nach vorgehen und richtig krasse Dinge bewerkstelligen. Danke, danke, danke an euch. Liebe Freunde, das war's von dem Aufklärungsvideo. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das war das letzte Video zu dem Thema. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut nochmal beim Track vorbei. Lasst hier nochmal Liebe da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.